In unserer Gegenwart ist die politische Bedeutung des 1. Mai leider weitgehend in den Hintergrund getreten. Hier rund um die Museumsscheune in der Wolmirstädter Schlossdomäne eine der wenigen Veranstaltungen in unserer Region mit deutlich politischer Aussage. Organisiert hat die Veranstaltung der Betriebsrat des Kaliwerkes in Zielitz und so wird die Versammlung auch zünftig begrüßt. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt und er hat seine letzte Weide ab und er hat seine letzte Weide ab schon Für seine Ansprache wendet sich der neue Betriebsratsvorsitzende an seine Kollegen und beschreibt die zurückliegende Arbeit, in der es gelungen ist, trotz der aktuellen Sparpolitik des Unternehmens einen weitreichenden Sozialplan auszuhandeln. Also die Maifeier für uns ist eigentlich ein Anlass, um mal die Belegschaft zu würdigen, beziehungsweise auch die Nicht-Gewerkschaftsmitglieder und Bürger der Region zu unterrichten, was eigentlich bei uns im Kali-Betrieb wichtig ist und dass wir auch die Bürger und Bürger ringsherum unser Werk brauchen, um weiter bestehen zu können. Weil wir gerade jetzt in dieser Zeit an unsere Hallenkapazitätserweiterung denken und da auch die Bürger und Bürgerinnen brauchen, die nicht im Kali-Betrieb arbeiten. In kurzer Zeit sind die bestehenden Flächen erschöpft und man befürchtet Bürgerinitiativen, die die Notwendigkeit nicht einsehen und die die geplanten und geforderten Ausgleichsmaßnahmen nicht akzeptieren. Also wir reden ja von einer Hallenkapazitätserweiterung, wo Waldflächen abgeholzt werden müssen, aber wir natürlich das bis zum Dreifachen an Waldfläche wieder aufforsten. Und das ist uns wichtig, dass wir das auch bei uns hier in der Region tun. Aber wie gesagt, ein Kali-Betrieb ohne Aufhaltung ist leider hier nicht möglich. Und was das bedeutet, das brauche ich, glaube ich, auch keinen erzählen. Und da geht es nicht um 1.700 Mitarbeiter und 130 Auszubildenden. Da geht es um Familien, Kinder, Kindertagesstätten, Schulen, die wir unterstützen und natürlich die Gemeinden rings um den Kali-Betrieb. Und deshalb ist es uns besonders wichtig, dass dieses Projekt gemeinsam mit den Bürgern nach vorne getrieben wird, um weiterhin einen starken Standort in Zielitz zu haben. Der 1. Mai ist der internationale Tag der Arbeit. Seine Tradition geht bis in das 19. Jahrhundert zurück. Trotz großer sozialer Probleme ist er im Bewusstsein der breiten Masse als Möglichkeit, soziale Missstände anzuprangern, weitgehend verdrängt. Das ist schade, denn so ein Tag ist notwendig wie eh und je.